Ich habe mir wieder ein neues Auto gekauft. Es ist ein AMG. Ob der jetzt in Ordnung ist oder nicht, werden wir natürlich vor Ort sehen. Dieses Sound, was ich höre, ne, das ist... Ich glaube, ich habe mich da... krank. Oh Mann. Das könnte ich, glaube ich, den ganzen Tag machen, ehrlich. Es ist der billigste AMG Deutschlands. Ja, das reicht aber. Eineinhalb Jahre nicht mehr. Da kommt der Kfz-Fuzzi. Kommt voll auf die Fresse, guck auf das Ding. Mohammed, mach mal einmal an, bitte. Und es ist ein... Willkommen bei Kfz-Fuzzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich habe es wieder getan. Ich habe mir wieder ein neues Auto gekauft. Nicht zum Nachmachen. Ja, es stimmt, es ist ein AMG. Es ist der billigste AMG Deutschlands. Ob der jetzt in Ordnung ist oder nicht, werden wir natürlich vor Ort sehen. Jetzt kaufen. Bestimmt, hoffentlich. Schauen. Was brauche ich alles dafür? Einmal Öl. 5W40 ist hier drin. Dann brauchen wir einmal Servoöl. Hier ist Servoöl drin. Knapp 4 Liter, weil der AMG, den wir abholen, verliert leider Servoöl. Das ist aber eine Krankheit bei diesem Modell. Mehr dazu auch später. Dann einmal Wasser. Hier ist ein bisschen Frostschutz und Wasser drin. Sicher ist sicher. Sollte man immer mit haben, falls wir es brauchen. Dann brauchen wir natürlich Nummernschildhalterung mit unseren Kennzeichen. Handschuhe und Klebeband. Jede Menge Kabelbinder. Ich weiß natürlich nicht, wie das Auto ist. Werden wir vor Ort sehen. Ich fahre jetzt nach Offenbach. Der Özgür ist heute mit dabei. Was ich dafür bezahlt habe, sage ich natürlich auch. Bezahlt habe, steht gleich im Titel. Bis gleich. Ein paar Kilometer, wir sind gleich da, noch 2,1 Kilometer. Özge weiß immer noch nicht, was ich hole. Ja, und ich habe schon aufgegeben. Was machst du da die ganze Zeit? Boah. Ich, da, das. Verbrauch. Momentaner Verbrauch 20 Liter. Da kennt man ja nur von AMGs oder aufgetunten Autos. So ist es. Also ich kenne einen Lupo, der verbraucht auch um die 25 Liter, wenn nicht mehr. Ja, der ist aber auch nicht ein normaler Lupo. Das weiß ich. Ich muss sagen, du bist echt ein guter Fahrer. Danke. Das muss man sagen. Das aus deinem Mund zu hören? Echt bequem gefahren. Also ich bin so relaxed, so, weißt du, weißt ja, normalerweise, wenn ich nicht fahre, dann muss ja so irgendwo schon so ein Vertrauen sein. Ja. Krass. Ich hätte schon gedacht, dass du gleich den Baseballschläger rausholst. Fahr vernünftig. Nee, muss sagen, also er fährt echt gut. Krass. Willkommen. Mohammed sitzt im Auto. Was für ein Auto? Mohammed, mach mal einmal an, bitte. Gib mal einmal Gas. Und es ist ein... Genau, es ist ein ML. Ein AMG 55 ML. ML. Wer bist du? Ibrahim. Ne, wenn ihr jetzt seht, warum Ibrahim so komisch steht, das Problem ist, die Dämpfer sind tot. Das ist eine Krankheit bei dem. Aber du kommst mit, ne? Nach Witten? Ja. Immer wenn ich aufmachen will, also machst du immer auf. Mach. Bester Mann. Und du bist der Kollege? Arab. Grüß dich. So, wegen denen sind wir gekommen. Natürlich hat er ein paar WWchen, Jungs. Aber für den Preis alles legitim. Wagen läuft, hat eine Gasanlage. Der stand jetzt, hier haben wir den Mohammed. Mohammed. Dein Auto. Mohammed aus Offenbach. Der Offenbacher Mohammed. So, Mohammed, komm mal raus, lass mal reden über das Auto hier.
So, Mohamed, erzähl mal jetzt ein bisschen was über das Auto. Ja, Bruder, auf jeden Fall. Das ist ein ML550er AMG. Ja. Originalmotor, alles, ja. Alles bei dem ist original. Drin, Innenausstattung ist auch alles original. Okay. Ja, sagt schon alles, Bruder. Bist du ein geborener Verkäufer, Mohamed? Findest du? Ja. Aber Mohamed ist sympathisch, also. Mohamed, jetzt sag mir mal, wie alt bist du? 21. Wie kommt 21-Jähriger zu diesem Auto? Der stand hier eineinhalb Jahre, wie lange stand der jetzt bei dir? Fast eineinhalb Jahre. Warum? Bruder, ich hab keine Zeit gefunden, das zu machen. Ja. Ich wollte es für mich aufbereiten, aber ich habe keine Zeit gefunden. Okay. Ist, glaube ich, ein jetzt, mein guten Handy. Und jetzt trennst du dich von der, ne? Genau, ja, ist ein bisschen schwer, aber was willst du machen? Sag mal eins, Mohamed. Die Folie hast du aber nicht selber gemacht, ne? Nein, Bruder, du hast es geholt. Ja. Ich habe den genauso gekauft. Aber das werden wir auf jeden Fall machen. Das ist eine Folie, also nicht das, die Farbe. Mit heiß. Ja. Mit heiß machen. Genau, ich habe ja ein, zwei Folierer, da frage ich mal nach. Rost ist klar, das ist eine Krankheit. Ja, aber nicht. Die Roststellen hier. Ne? Nicht so viel, ist Bruder. Mercedes, ja, ist eine Krankheit. Hier drunter rosten die gerne. Ja, hier siehst du auch schon, ja, wie das schon durchrostet. Kann man das so ja, ja. Das ist aber, ja, wir reden hier aber auch von 2000 Euro. Genau. Ne? Und bei 2000 Euro, wenn Getriebe und Motor in Ordnung ist, ist das ein Schnapper, auf jeden Fall. Mercedes gewohnt, Full-Ausstattung das Ganze. Ja. Ne? Okay, ein paar Sachen funktionieren nicht. Wusstest du, dass der in den USA gemacht wurde? Also ganz nein, in MS. Ja, die wurden bei USA gemacht. Ja. Und das Problem ist, deswegen ist auch die Innenausstattung sehr bescheiden gemacht. Weil das die Amerikaner gemacht haben. Getriebe gibt es schon Probleme genau. Hier. Aber motortechnisch kriegt man die eigentlich nicht tot. Ja, 300.000 hat der weg. Ja. Wir werden jetzt eine Runde fahren mit den Jungs und mal schauen, wie der abgeht. Ich freue mich schon. Ne? Seit du den hast du dich gefahren. Nein, wegen der Also auch für dich Highlight. Genau, jetzt Highlight. Geil. Ich, also fahren wir noch. Stramm, warm, Mann. Sound ist Hammer. Du glaubst das nicht, aber das Auto hat 510 Newton bei 350 PS. Der hat auch irgendwas zu mir gesagt, oder der hat auf jeden Fall irgendwas Chip-Tuning gemacht, das noch mehr PS hat. 85 PS ist. Alter, muss man vorstellen, vor, ich sag mal, 20 Jahren hat dieses Auto 150.000 Mark gekostet. Krass, ne? Ja. Was für ein Baujahr ist das denn? 2000. Bruder. Wir haben uns geeinigt, 1.900 Euro. Den 50 Euro habe ich nochmal den Ibrahim gegeben. Sehr sympathischer junger Mann, der das einmal hier sauber gemacht hat. Ich bin fasziniert. Ich fahre jetzt gerade 100 Kilometer, 50 Kilometer haben wir, glaube ich. Oder mehr nicht, mal 30, 40 Kilometer. Der ML lässt sich so geil fahren. Eine Beschleunigung ist so geil. Ich habe ganze Zeit gefahren und die Tankanzeige ist nie runtergegangen. Da habe ich gesagt, boah, krass. Ne? Also so viel verbraucht er gar nicht. Dabei fahre ich ganze Zeit mit der Gasanlage rum. Die Gasanlage haben wir ja total vergessen. Ja, die hat eine Gasanlage verbaut, die auch zu 100% funktioniert. Und die wurde auch sehr gut verbaut. GM-Nagel oder so heißt der Gas-Typ da. Schöne Grüße, wenn er das Video mal irgendwann sehen sollte. Natürlich sind so Kleinigkeiten, was kaputt sind. Ey, ganz ehrlich. Alles funktioniert am Auto. Ein paar Sachen nicht, die elektrische Fenster, die einklappen. Klappt zwar ein, beim Ausklappen geht er einfach weiter. Alles gut. Navigation, Bose-Anlage, Sitzheizung funktioniert. Sogar die hinteren Scheiben funktionieren, die zur Seite aufklappen. Ausstattung sucht seinesgleichen. Und wir reden von 2000. Ne? Ich stell mal vor, nicht mal T-Rex hat das geschafft, dieses Auto platt zu kriegen. Ja, Jurassic Park, seitdem liebe ich auch dieses Auto. Ich hoffe mal, dass ich mal einen Soundcheck mit dem mache. Werde ich bestimmt noch machen. Ich wollte euch den Wagen noch mal genauer zeigen. Mal die Innenausstattung genauer zeigen. Motorraum. Einmal wieder von unten auszieht. Werde ich machen. Der zieht schon wie Hölle, muss ich schon sagen. Ne, wir dürfen ja nicht vergessen, wir bewegen hier fast 3 Tonnen. Ich bin fasziniert. Ich werde das jetzt genießen, den jetzt nach Hause zu fahren. Und dann fahren wir noch eine Probe zusammen. Bestimmt. Bis später. Geil. Der zieht so geil. Und das mit der Gasanlage. Ehrlich.
die funktioniert auch. Die Folie sieht sowas von hässlich aus. Jeder schaut drauf. So hässlich, dass es wiederum geil aussieht. Ehrlich. Und wenn ihr wollt, dass man euch nur anschaut, ehrlich, kauft euch ein Auto mit einer schlechten Folie. Jungs, ehrlich, ich freue mich schon, den gleich einmal zu beschleunigen. Sorry. So, einmal Kickdown. Überholt er mich von rechts her. Direkt 140, 150. Die Gasanlage ist echt geil verbaut. Ich habe ja auch früher Gasanlagen verbaut. Und da hat man immer bei Autos, die sehr viel PS haben, beim Kickdown immer Probleme gehabt. Aber ja, super. Ja, so nochmal. Jungs, ich höre den Sound leider nicht. Diesen Sound, was ich höre, ne, das ist. Ah, ich glaube, ich habe mich stecken. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn an Sound. Doch mal Kickdown machen, Jungs. Einmal nochmal. Hätte wieder nach vorne marschieren. Wir bewegen einen fast 3 Tonner. So, nach vorne. Nochmal. Oh mein Gott. Ich hoffe, ihr kriegt den Sound so einigermaßen mit. Weil ML ist ja auch gut gedämmt. Aber Jungs, der Motorsound mit dem Ausruf dahinter, das ist einfach nur geil. Aber das könnte ich, glaube ich, den ganzen Tag machen, ehrlich. Ehrlich, wie geil ist das denn? Okay, das reicht aber. Er wird jetzt 1,5 Jahre nicht bewegt, da kommt der Kfz-Fuzzi. Der kommt voll auf die Fresse, guckt das Ding. Aber das meine ich damit. Ich fahre jetzt 120 voll easy, voll geil. Und wenn ich drücken möchte, dann tippe ich nur leicht auf das Gaspedal. Und das Grinsen kommt einfach automatisch. Der Gaspedal heißt hier Grinsen. Krankes Teil. Hier habe ich das heute mal probiert. Die Folie, die geht ab. Ein bisschen Wasserverlust hat der, das wird aber von der Gasanlage sein. Man könnte den... So Low-Budget-Basis, holen wir die Folie einmal komplett raus, die Felgen machen wir eine andere Farbe, Bremsen müssen natürlich neu, Scheinwerfer polieren, der Scheinwerfer ist kaputt. Ja, einen kleinen Unfall hat er mal gehabt. Ventildeckellichtung, Dave verliert immer bei den Modellen. Das sind fast 3 Tonnen. Und guck, wie der abgeht. Ja.